method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they back. Hey, hallo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ein Naruto-Fakten-Video und das wird jetzt so in der Reihe sein, die ich eventuell wöchentlich oder alle zwei Wochen bringe. Und ja, da wird halt in jedem Video 8 Naruto-Fakten kommen und das sind halt so random Fakten, also jetzt nicht nur über eine bestimmte Sache oder sowas. Und ja, bevor ich lang drum herum rede, fangen wir einfach an. So, kommen wir zum ersten Fakt, nämlich geht's um Kakashi und er hat halt eine Pflanze und diese Pflanze hat einen Namen und der Name ist natürlich, wer hätte es sich denken können, Mr. Uki. Ist doch klar, dass man so seine Pflanze nennt, also wer nennt seine Pflanze nicht Mr. Uki? Ja, kommen wir zum nächsten Fakt. Ihr kennt ja alle Sasuke Jutsu Kirin, also ich denke mal ihr alle kennt es. Es ist dieser komische Blitzdrache, den er gegen Itachi und Naruto benutzt hatte. Und er hat ihn ja immer nur benutzt, als er den Himmel mit Feuerangriffen, sag ich einfach mal, angegriffen hat, damit Gewitterwolken entstehen und er einfach so mit den Blitzen die Attacke machen kann. Doch Sasuke kann es nicht nur damit machen, sondern kann er es auch einfach so ohne Gewitterwolken mit purem Chakra machen. Das hat man am Anfang von Shippuden gesehen, als Naruto beim Orochimaru-Versteck war und vor Sasuke stand. Da wollte Sasuke Kirin einsetzen, aber er wurde von Orochimaru aufgehalten. Und wenn wir schon bei Orochimaru sind, der dritte Fakt ist, dass Orochimarus japanischer Synchronsprecher weiblich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste das vorher einfach nicht, weil das hat sich für mich jetzt nicht wirklich unbedingt weiblich angehört. Aber naja, für die Leute, die es nicht wissen. Was glaubt ihr, ist das Jutsu, wofür Naruto am längsten trainiert hat, um es zu meistern? Das Rasen Shuriken? Nein, das ist es nicht. Es ist nämlich das Reverse Harem Jutsu, also das sexy Jutsu in dieser männlichen Version, was er gegen Kaguya eingesetzt hat. Und ich finde es irgendwie komisch, das ist ein komischer Fakt irgendwie. Vielleicht wissen es einige von euch, aber ich denke mal die meisten werden es nicht wissen. Nämlich ist der Name von Garas Vater Rasa und ich kann mich nicht daran erinnern, den jemals gehört zu haben, den Namen, keine Ahnung, also mir war es erst neu, als ich den Fakt selber gelesen hatte. Kommen wir zum sechsten Fakt, und zwar geht es um die Länge des vierten Shinobi-Weltkrieges, also der letzte Krieg, der Naruto vorkam bis jetzt. Der ging nämlich insgesamt 3,5 Tage, wenn man den Kampf zwischen Naruto und Sasuke mitzählt, also wenn das das Ende des Kampfes ist, des Krieges ist, dann ging der Krieg 3,5 Tage. Ja, so schnell werden aus 200 Folgen 3,5 Tage. In Naruto bekommen wir irgendwie nie eine komplette Shunin-Prüfung zu sehen. Genau wie im Boruto-Film, weil da wurde die Shunin-Prüfung ja auch abgebrochen wegen Momoshiki und sowas. Aber wenn die Shunin-Prüfung nicht abgebrochen worden wäre, wäre der finale Kampf zwischen Sarada und Shikadai gewesen. Den Kampf hätte ich ehrlich gesagt schon gerne gesehen. Und schon sind wir beim letzten Fakt, nämlich geht's um Itachi, den wahrscheinlich oberhalbtesten Charakter in ganz Naruto. Und ihr kennt ja, dass die Waffen, die er bei Sansasano hatte, also das Totsuka-Schwert und den Yata-Spiegel. Itachi hatte die beiden Waffen im Alter von 6 gefunden und das ist krank. Orochimaru sucht sein Leben lang irgendwie nach diesen Waffen und Itachi findet sie einfach im Alter von 6. Aber naja, das wär's dann hier mit dem Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr so von dem Video haltet und was ihr für Verbesserungsvorschläge habt. Und falls ihr weitere Naruto-Videos sehen wollt, ich habe welche in der Beschreibung verlinkt, die ich euch empfehlen kann. Und ja, das wär's dann mit dem Video und ich verabschiede mich dann auf Wiedersehen. Schreib dein Kommentar hinein.